Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin in meinem neuen Stuhl. Also jetzt seht ihr mal von der Seite. Ich zeige euch nachher noch komplett. Ich wollte jetzt erstmal nur so mein Vorab-Fazit geben. Also ich benutze den jetzt wirklich eine Woche, war also eine Woche. Eine Woche dauerhaft, wenn ich am PC sitze, logischerweise. Und ich bin echt zufrieden. Es gibt Mankos, will ich euch ja nicht abstreiten. Das hatte ich ja schon gesagt. Also die Sitzfläche, da zeige ich euch nachher alles, was da gibt, was mir nicht gefällt. Aber die Bewertungen auf YouTube sind, auf Amazon sind echt ungerechtfertigt. Da zeige ich euch auch gleich noch alles im Detail, wenn ich Kamera abnehme und den Stuhl euch mal wirklich komplett von oben bis unten zeige. Weil da wurde bemängelt, dass die Verstellstange für die Rückenlehne zu dicht am Stuhl ist und so. Das ist aber, und dass es nicht leicht aufzubauen ist. Wir haben eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Da war das Ding dann komplett fertig, oder, Herr Schatzi? Ich habe das auch aufgenommen, kann das Video aber leider nicht benutzen. Ich bin zwar ab und zu heftig am Fluchen. Das hört man, aber alles andere ist eigentlich so gut wie stumm, kann man sagen. Also man hört mich nicht wirklich reden. Ich habe versucht, das hoch, also laut zu machen, aber es geht nicht. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal nochmal, so, weil das kann ich nachher nicht zeigen, wenn ich den Stuhl so komplett zeige. Ich muss mal ein Stück zurück. So, also ich habe die Lehne jetzt so ein bisschen schräg. Ganz liegen kann ich den machen. Was ich mir jetzt aber nicht traue, ich habe Angst umzufallen. So, jetzt muss ich den wieder. Also das ist ganz gerade. Aber das finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde eher so toll, so zwei Stufen nach hinten. Und so ein bisschen Kippel tut er. Also so ist gerade. Und so ein bisschen. Also so weit kann ich denn. Aber er ging mal, glaube ich, ich habe hier unten was verstellt. Da ging es auch mal ein bisschen weiter. Man kann die Armlehnen verstellen, das ist toll. Ja, so bin ich halt wirklich rundum zufrieden. Aber es gibt halt wirklich von der Sitzfläche her ein paar Mankos, also ein Manko, was mir halt nicht gefällt. Das zeige ich euch gleich in der Nahaufnahme und erkläre ich euch auch genauer warum. Dann mache ich jetzt hier erstmal Cut und wir kommen zur Nahaufnahme. So, und jetzt kommen wir mal zum Stuhl im Allgemeinen. Wir haben oben eine Nackenstütze, die können wir auch komplett abmachen. Da ist auch hier so ein Regler dran. Dann haben wir hier so ein Rückenkissen. Das ist mit zwei Dingern festgemacht. Auch die können wir separat abmachen. Das geht einmal komplett rum. So. Ja, ich habe ein Kissen drauf. Da kommen wir nachher noch dazu. Dann haben wir hier die Armlehnen. Und die können wir separat voneinander drehen. Und wir können das auch hoch und runter machen. So, dann haben wir hier zwei Hebel. Einmal der Hebel, der ist für die Rückenlehne, damit wir die Rückenlehne kippen können. Und dann haben wir hier noch einen Hebel, der ist für hoch und runter. Und ich zeige euch das mal von oben direkt drauf. Da haben viele bei Amazon gemeckert, dass da zu dicht wohl am Leder ist. Also wenn ich das stelle, ich mache dann sowieso nur mit zwei Fingern das hoch und stelle das. Also da brauche ich hier nicht komplett rum. Da muss ich nicht hier das hier oder so ringreifen. Das ist doch Schwachsinn. Reicht doch so, zack, das geht leicht genug. Manchmal hakt es ein bisschen, aber ich denke mal, das wird im Laufe der Zeit dann besser. Jetzt zum Kissen. Warum habe ich wieder ein Kissen drauf? Ich bin ja nun nicht der Leichteste. Und der Stuhl, der sitzt sich wirklich gut. Also ihr seht, die Polsterung ist auch noch da. Der sitzt sich wirklich gut. Auch mit der Lehne und hier mit denen an der Seite hier, mit der Polsterung ist ja wie so ein Rennsessel gemacht. Ist wirklich erste Sahne. Was mir nicht gefällt, ist halt die Seiten. Der Stuhl ist für 150 Kilo ausgelegt, aber das ist zu eng dran. Wenn ich hier drauf sitze, komme ich immer hier liegen. Also hier unten, da. Und das ist mir zu eng. Also das ist so ein bisschen gepolstert, aber das ist mir ein bisschen zu eng. Deswegen mache ich mir mein Kissen drauf und komme dadurch etwas höher und komme hier oben, habe dann halt so einen halben Zentimeter, Zentimeter mehr Luft. Und das sitzt sich wesentlich angenehmer. So, jetzt kommen wir mal zur Rückseite. Ihr seht, der ist jetzt hier
Hier Bogen, wie eben auch schon gezeigt, die Lehne finde ich jetzt so hier Bogen, ehrlich gesagt, ein bisschen angenehmer, auch wegen den Temperaturen. Dann habe ich halt nur das Nackenkissen. Das wird zu schnell nass momentan bei den Temperaturen oben, weil es einfach barbarisch heiß ist. Hier haben wir dann Plaster ringsherum, auch hier überall Leder. Und da sind die anderen Bäden, was ich gesagt habe, was wir dann abmachen könnten, was dann nach unten geht. Und dann können wir praktisch das O wegmachen. Die Rollen mit weißer Umrandung sind auch sehr schön. Rollt sich echt gut. Ja. Also mein Fazit ist auf jeden Fall ein sehr positives Fazit. Die Bewertung bei Amazon kann ich nicht nachvollziehen, teilweise. Auch nicht das schlechte Zusammenbauen, weil es war wirklich leicht zusammenzubauen. Du hast unten an der Sitzfläche noch so ein Pfeil, wo Front steht, dass man nicht auch wirklich die Liegefläche, weil man kann ja so ein bisschen kippeln, so, dass man das in die richtige Richtung macht und nicht verkehrt rum, dass es dann nach vorne kippelt. Die Schrauben waren leicht zu machen, oder Hase? Ja. Das Einzige, was halt ein bisschen was länger gedauert hat, wo man Hilfe bräuchte, war bei der Rückenlehne. Das macht sich alleine echt etwas schwierig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich scheiße macht oder irgendwas. Es macht sich halt nur etwas schwierig. Aber so, ja, Ticker. Aber sonst kann ich da echt nicht meckern. Zusammenbau, ruckzuck erledigt. Probesitzen auch. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier so sitze, ich kann euch ja mal nach unten machen. So, seht ihr das? Hier komme ich jetzt halt dadurch, dass ich ein Kissen habe, etwas höher. Und wenn ich das Kissen nicht habe, dann bin ich halt, komme ich immer hier unten ran. Das ist mir ein bisschen zu eng. Und jetzt komme ich hier weiter oben ran, an beiden Seiten. Kann man das sehen? Ich hoffe, man sieht das jetzt so ein bisschen. Dann ist es halt wirklich angenehm. So in der Höhe, aber weiß ich nicht. Sonst, das ist aber wirklich das Einzige, was ich zu meckern habe am Stuhl. Das mit der Sitzfläche. Weil für 150 Kilo, ein bisschen schwerer, dass man da dann nicht sagt, man macht das noch ein bisschen breiter an der Seite. Das ist ein bisschen schade, aber mit dem Kissen drunter ist das eigentlich ganz super. So, das soll es jetzt auch soweit zu meinem Fazit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Den MG100 werde ich wahrscheinlich auch noch demnächst bestellen für meine Tochter. Mal gucken, ob es da denn ein Zusammenbauvideo gibt und so. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch was. Ahoi. Achso, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.